Eine Waffe ist das Coronavirus natürlich nicht, aber jedenfalls ein Gift bzw. gesundheitsschädlicher Stoff. Hi, ich bin Jessica Krüger und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Strafrecht 2 an der Bucerius Law School. Ist das Infizieren einer anderen Person mit dem Coronavirus eine strafbare Körperverletzung? Die Körperverletzung ist in § 223 StGB geregelt. Dort heißt es, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eine Gesundheitsschädigung liegt vor, wenn durch die Körperverletzungshandlung ein krankhafter, also vom Normalzustand des Körpers abweichender Zustand beim Opfer eintritt. Das umfasst Verletzungen aller Art, aber auch das Anstecken einer anderen Person mit einem gefährlichen Krankheitserreger, wie zum Beispiel dem Coronavirus. Das allein ist allerdings für eine Strafbarkeit noch nicht ausreichend, denn das Gesetz verlangt, dass dieser tatbestandsmäßige Erfolg der Körperverletzung entweder vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. Daneben kann es weitere Umstände geben, die Rechtswidrigkeit oder Schuld bei Täterin oder Täter entfallen lassen, die aber jetzt erstmal außen vor bleiben. Vorsatz setzt unter anderem voraus, dass der Täter oder die Täterin zunächst einmal erkennt oder es zumindest für möglich hält, dass durch die Handlung, also Anspucken, Anhusten etc., eine Gesundheitsschädigung eintreten kann. Wer also zum Beispiel ohne Symptome erkrankt ist und davon, weil symptomlos, überhaupt nichts weiß und es auch gar nicht für möglich hält, jemanden anstecken zu können, handelt nicht vorsätzlich. Das würde auch für solche Menschen gelten, die das Coronavirus für eine Erfindung der Medien oder Politik halten und felsenfest davon überzeugt sind, dass es das Virus gar nicht gibt. Davon muss man aber das Gericht später erstmal überzeugen, versteht sich. Eine einfache, vorsätzliche Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In bestimmten Situationen, nämlich dann, wenn die Körperverletzung besonders gefährlich ist, hat der Gesetzgeber sogar Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten bis hin zu 10 Jahren vorgesehen. Diese Konstellationen sind in § 224 StGB besonders geregelt. Darunter fällt zum Beispiel, wer die Körperverletzung mittels einer Waffe begeht, wenn das Opfer in Lebensgefahr gebracht wird oder auch wenn die Körperverletzung mittels Gift oder sogenannten anderen gesundheitsschädlichen Stoffen begangen wird. Eine Waffe ist das Coronavirus natürlich nicht, aber jedenfalls ein Gift bzw. gesundheitsschädlicher Stoff. Und dass Covid-19 auch tödlich verlaufen kann, besonders bei sogenannten Risikopatienten, ist allgemein bekannt, sodass die Infektion mit dem Erreger auch eine lebensgefährliche Behandlung darstellt. Wer also seine Mitmenschen ganz bewusst mit dem Coronavirus infiziert, macht sich nicht nur wegen einfacher Körperverletzung, sondern sogar wegen gefährlicher Körperverletzung strafbar. Wer nicht vorsätzlich gehandelt hat, kann sich aber immer noch wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar machen. Das setzt insbesondere voraus, dass Sorgfaltsstandards missachtet wurden. Diese Sorgfaltsstandards können gesetzliche Regelungen sein, müssen es aber nicht. Im Straßenverkehr zum Beispiel sind solche Sorgfaltsmaßstäbe größtenteils gesetzlich geregelt. Man darf nicht schneller fahren als erlaubt, man darf nicht betrunken oder übermüdet fahren und so weiter. Auch für unseren Fall gibt es mittlerweile normierte Sorgfaltsstandards. Dazu gehört zum Beispiel die Einhaltung von Quarantäneanordnungen, das Beachten von Mindestabständen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und andere Maßnahmen, die in den einzelnen Corona-Verordnungen der Länder oder im Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Davon sind aber nicht nur einzelne Individuen betroffen. Wenn die Chefärztin eines Krankenhauses nicht für hinreichende hygienische Standards sorgt, obwohl ihr das möglich wäre, und sich dadurch Patienten an Mitpatienten im Krankenhaus infizieren, kommt ebenso eine fahrlässige Körperverletzung in Betracht. Wie bereits gesagt, ist eine gesetzliche Regelung aber nicht unbedingt nötig. Vielmehr geht es darum, welche Anforderungen an das Verhalten eines vernünftigen Durchschnittsmenschen in einer bestimmten Situation gestellt werden. Wie dieses Verhalten aussieht, ist aber immer eine Frage des Einzelfalls. Zum Schluss kann es natürlich auch passieren, dass jemand seine Mitmenschen mit dem Coronavirus infizieren möchte, also vorsätzlich handelt, das aber aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt. In einem solchen Fall liegt zwar keine vollendete Körperverletzung vor, wohl aber ein strafbarer Versuch. Mache ich mich schon strafbar, wenn ich gegen allgemeine Corona-Beschränkungen verstoße? Vorschriften wie die Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken, Abstandsgebote oder Geschäftsschließungen sind primär in den Corona-Verordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt.
Verstöße gegen diese Regeln sind allerdings zumeist keine Straftaten, sondern bloße Ordnungswidrigkeiten. Eine Ordnungswidrigkeit ist eine Gesetzesübertretung, die einen erheblich geringeren Unwertsgehalt als eine Straftat aufweist und daher nur mit Geldbuße oder bei Verkehrsverstößen, zum Beispiel auch mit Fahrverbot, geahndet wird. Einige Regelungen, die nicht spezifisch auf Corona zugeschnitten sind, finden sich auch im Infektionsschutzgesetz, wie zum Beispiel Quarantäneanordnung bei positiven Tests. Wer gegen eine behördlich angeordnete Quarantäne verstößt, begeht zwar zunächst auch nur eine Ordnungswidrigkeit. Wer allerdings durch den Verstoß gegen die Quarantäne andere Personen infiziert, macht sich auch nach dem Infektionsschutzgesetz strafbar. Ist das Verkaufen von Masken oder Desinfektionsmitteln zu überdurchschnittlichen Preisen strafbar? Wer im März oder April 2020 versucht hat, auf Amazon Desinfektionsmittel zu kaufen, wird sich erinnern. Die Preise dafür, aber auch für andere Schutzmaterialien, sind ganz enorm angestiegen. Das kann unter den Tatbestand des Wuchers fallen, der in § 291 StGB geregelt ist. Das setzt hauptsächlich zweierlei voraus. Ein sogenanntes auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung und das Ausnutzen einer spezifischen Schwächesituation beim Opfer. Ein auffälliges Missverhältnis liegt dann vor, wenn der Täter für seine Leistung, das kann die Vermietung einer Wohnung sein oder eben der Verkauf von medizinischen Masken oder Desinfektionsmitteln, eine Gegenleistung verlangt, die deutlich über dem Marktpreis liegt. Das Missverhältnis muss dem Kundigen ins Auge springen, wie es der Bundesgerichtshof formuliert. Üblicherweise wird diese Grenze bei einem Aufschlag von 50% auf den Marktpreis gezogen. Wenn also ein Paket medizinischer Masken, das normalerweise 10 Euro kosten würde, auf einmal für 20 oder 50 oder gar 100 Euro angeboten würde, liegt ein solches Missverhältnis vor. Ausgangspunkt für diese Feststellung ist aber immer der Marktpreis, der in einer freien Marktwirtschaft grundsätzlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Wenn es, wie in der Corona-Krise, zu einer plötzlich steigenden Nachfrage kommt, die nicht mehr bedient werden kann, führt das dazu, dass auch der Marktpreis steigt. Das Paket medizinischer Masken, das vor der Pandemie 10 Euro gekostet hat, kostet nun überall 50 Euro. Wer in einer solchen Situation das Paket für 50 Euro verkauft, fällt nicht mehr unter den Wuchertatbestand. Die zweite Voraussetzung des Tatbestands ist die Ausbeutung einer bestimmten Schwächesituation des Opfers. Hierunter zählt das Gesetz explizit auch die Ausbeutung einer Zwangslage. Auch dafür gibt es eine Definition. Eine Zwangslage ist eine schwere Bedrängnis des Opfers, das auf die Leistung des Täters dringend angewiesen ist. Nehmen wir also an, dass das Paket mit medizinischen Masken für 100 Euro, bei einem Marktpreis von 50 Euro, an Ärzte und Pfleger eines Krankenhauses verkauft wird, die Masken zum Schutz vor Infektionen dringend benötigen. Dann liegt die Ausbeutung einer Zwangslage vor. Teilweise wird allerdings gefordert, dass es sich um eine individuelle Zwangslage und nicht um eine allgemeine Notlage handeln müsse. Wenn also nicht nur ein Krankenhaus einen so dringenden Bedarf an Schutzmasken hat, dass eine Zwangslage vorliegt, sondern sich alle Krankenhäuser in dieser Notlage befinden, soll § 291 StGB ausscheiden. Eine Verurteilung käme dann nur noch wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Frage. Mich überzeugt es allerdings nicht unbedingt. Die Notlage des Einzelnen wird ja gerade nicht dadurch weniger, dass sie auch andere betrifft.